Mein Sohn war gerade im Zimmer und der ist 10 Jahre alt und sagt: Papa, warum freust du dich so? Und ich sage: Ja, wir haben den Erwin-Schrödinger-Preis gewonnen. Das war also ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil es doch eine Belohnung ist und eine Anerkennung von sehr langfristiger Arbeit. Insofern ist so ein Preis, der gerade die Interdisziplinarität herausstellt, das finde ich dann ist eine schöne Anerkennung. Natürlich sind wir davon überzeugt, dass unsere Forschung ganz toll ist, aber ich habe den Erwin-Schrödinger-Preis eben auch als eine Art Schulterklopfen empfunden und freue mich, dass auch andere Leute die Forschung, die uns so viel Spaß macht, klasse finden. Wir hatten 2005 eine große Besprechung unter Physikern, Chemikern und Biologen, was man da zusammen machen könnte. Und nach der Besprechung kam Martin Bastmeier auf mich zu und fragte, ob er nicht einen unserer dreidimensionalen photonischen Kristalle haben könnte, um darin Zellen zu wachsen. Ich habe irgendwas Höfliches gesagt, glaube ich, aber gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Ich musste ihm erstmal erklären, warum es Sinn macht, für einen Biologen eine dreidimensionale Zellkultur anzugehen. Denn Zellen wachsen doch in ihrer richtigen Umgebung in drei Dimensionen. Und das war nun gerade unsere Stärke, solche dreidimensionalen Strukturen herzustellen. Ich bin im Jahre 2008 ans KIT gekommen und als Erster sprach mich der Herr Bastmeier darauf an, dass ich ja nun makromolekularer Chemiker bin und ob ich Interesse hätte, mir mal seine Problematik mit den Zellen anzuschauen und ob ich ihm dabei helfen könnte und neue Ideen entwickeln könnte, wie man bestimmte Fotolacke entwickeln kann, um eben diese 3D-Gerüste drucken zu können. Und dann hat Martin Bastmeier seine ganze Wunschliste losgelassen. Und mir ist ganz schummrig geworden, weil ich nicht wusste, ob wir diese Wünsche jemals alle würden erfüllen können. Inzwischen können wir doch eine ganze Menge Wünsche erfüllen, weil halt auch die Chemiker immer wieder coole neue Tricks rauslassen, die wir dann verwenden können. Es war Pionierarbeit, das hat noch nie jemand gemacht. Der Durchbruch kam wohl in dem Moment, als ich dann auch noch die Flexibilität ins Spiel gebracht habe, als ich gesagt habe, naja, eigentlich müssten wir keine dreidimensionalen harten Strukturen machen, sondern wir müssen Strukturen herstellen, die die Zellen auch noch deformieren können. Es hat dann 5 Jahre gedauert, bis die erste Publikation daraus entstanden ist, 2010. Wir haben also einen ganz schön langen Atem gebraucht und an der Stelle hat eben die Helmholtz-Gemeinschaft doch sehr geholfen, weil sie eben die Instrumente zur Verfügung stellt, solche langfristige Forschung durchzuführen. Also im Grunde genommen ist die Technologie, die wir da über Jahre erarbeitet haben, ganz ähnlich wie das 3D-Drucken im makroskopischen Bereich, was man kennt. Dort stellt man eben Strukturen her, die sind Millimeter, Zentimeter oder einige 10 cm groß. Wir stellen Strukturen her, die sind insgesamt so groß wie ein Haar, sodass die feinsten Strukturen darin 1000-mal kleiner sind als das, was man mit gewöhnlichen 3D-Druckern herstellen kann. Unsere Aufgabe oder unser Bereich in diesem Projekt ist es, die Tinten herzustellen. Jeder Drucker braucht eine Tinte und auch die 3D-Drucker für den mikroskopischen Bereich von Herrn Wegner brauchen Tinten. Die besondere Herausforderung ist es einerseits, die Tinte so zu gestalten, dass sie im dreidimensionalen Druckverfahren einfach verwendet werden kann und andererseits nach dem Schreiben Punkte auf der Oberfläche des 3D-Gerüstes zur Verfügung stellt, an denen weitere Moleküle auf die Oberfläche des dreidimensionalen Gerüsts aufgebracht werden können. Das ist jetzt eben der Startpunkt. Wir müssen diese ganze Technologie noch wesentlich schneller machen, flexibler machen. Aber dann kann man eben, glaube ich, wirklich rangehen und Zellen steuern, vielleicht auch Stammzellendifferenzierung steuern. Aber das wird noch eine ganze Menge Arbeit sein.